Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Wutz. Das ist Wutz. Und das ist Wutz. Wutz. Peppa und ihre Familie gucken ihr Lieblingsprogramm im Fernsehen. Stuka-Verband im Angriff auf bolschewistische Panzer- und Truppenansammlungen. Das war einfach. Das kann ich auch. Hoho, da bin ich ganz sicher, Peppa. Papa, wenn ich groß bin, will ich ein berühmter Sack werden. Schorsch will auch Sack werden. Wenn ihr Säckchen sein wollt, dann braucht ihr erstmal einen Penis. Jetzt seht ihr aus wie zwei echte Detektive. Und wir brauchen so ein komisches Ding, mit dem alles ganz groß aussieht. Du meinst eine Lupe? Ich glaube, wir haben eine in der Küchenschublade. Na bitte. Eine richtige Lupe für euch. Boah, au, nein, das ist nur viel. Halt sie irgendwo davor, dann sieht es größer aus. Aus. Die Lupe lässt den kleinen Penis groß aussehen. Kann ich auch mal, Mama? Nee. Ui. Durch die Lupe sehen Schorschs Augen sehr groß aus. Hohoho. So, jetzt fehlt euch Detektive nur noch ein Backfisch. Papa, was denn für eine Backfisch? Ein Backfisch. Das ist etwas, womit sich Detektive beschäftigen. Zum Beispiel verlorene Sachen wiederzufinden. Ich weiß was. Wir suchen Schorsch. Penis! Der geht doch immer verloren. Sausia. Der Penis! Er ist nicht verloren gegangen. Oh. Wie wär's mit deiner Brille, Papa? Die ist doch so oft verschwunden. Hohoho, aber nicht heute. Guck mal, ich hab sie auf. Das ist fair. Brezel. Soll ich dir vielleicht mal Backfisch? Ja, bitte. Papa Wutz denkt sich ein Rätsel aus. Also, was ist auf dem Tisch? Der kleine Fisch und der Dinosaurier. Das stimmt. So, jetzt guckt noch mal ganz genau und prägt euch alles ein. Der kleine Penis! Teddy, das Schachtelmännchen und Herr Dinosaurier. Habt ihr euch alles gemerkt? Nein. Na gut. Jetzt müsst ihr für einen Moment rausgehen. Ich rufe euch, wenn ich fertig bin. Ein paar Sekunden später. Das hört sich an, als ob Papa nach oben geht. Eine Ewigkeit später. Und jetzt kommt er wieder runter. 3 Tage später. In Ordnung. Jetzt könnt ihr wieder reinkommen. Eine Sache fehlt jetzt auf dem Tisch. Wisst ihr welche? Spasti. Stimmt genau. Teddy ist weg. Gut gemacht, Peppa und Schorsch. Das war ganz einfach für uns. Wir sind berühmte Detektive. Ah, das war auch nur das halbe Rätsel. Wo ist Teddy hin? Oh, weiß ich nicht. Was sind denn das für kleine Dinge auf dem Boden? Das sind Kuchenkrümel. Durch die Lupe kann man die Kuchenkrümel sehr gut erkennen. Ich frage mich, ob Teddy Kuchen gegessen hat. Und die Krümel führen hier entlang. Teddy hat aber viel Kuchen gegessen. Die Krümel führen ins Kinderzimmer von Philipp Amthor. Oh, hier sind keine Krümel mehr. Wie können wir Teddy finden? Du kannst mir Fragen stellen, aber ich antworte nur mit Ja oder Ja. Okay, ist Teddy hier im Zimmer? Nee. Ist Teddy in Schorschs Bett? Nee. Ist Teddy irgendwo hoch oben? Nee. Teddy ist... Scheiße! Hurra! Das Rätsel ist gelöst. Willst du immer noch Sack werden, wenn du groß bist, Peppa? Sack. Sein ist ziemlich schwer. Nächstes Mal will ich derjenige sein, der das Rätsel stellt. Genau wie du, Papa. Du alter Sack.